So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von The Curious Expedition. Das ist immer noch die gleiche Aufnahme. Wir versuchen das jetzt hier gerade mal durchzuziehen. Ja, das letzte Mal war wirklich sehr erfolgreich. Wir hatten ein bisschen Glück, haben ordentlich Fame gesammelt. Ja, jetzt sind wir schon bei Expedition 4 von 5. Wir sind nicht mehr weit von unserem Ziel entfernt. Das ist uns vorher noch nie gelungen, dass wir so weit vorgedrungen sind. Und ich werde das versuchen, jetzt mal durchzuziehen. Auch wenn meine Kondition so langsam nachlässt, nach drei Folgen Gequatsche, ist anstrengend, könnt ihr mir glauben. Ja, wir machen aber direkt weiter, denn auf uns warten drei Möglichkeiten. Und zwar einmal The Hidden Grasslands, a well-balanced region consisting mostly of white grasslands and jungle. Dann haben wir, das ist in Afrika, Mittelafrika, da wo so ein bisschen grün ist. Dann haben wir hier in Asien Yolompani Mountains. They're cool. The very hard to navigate mountain areas are true challenge to even the most adventurous spirits. Many caves can be found here. Bring dynamite. Okay, wir haben gar keine Spezialfähigkeiten, was Berge angeht. Deswegen tendiere ich mal eher nicht so sehr dazu. Aber wir haben ja noch eine dritte Möglichkeit. Und zwar in Südamerika. Untouched Swamps. This region is notorious for its swamps. It is said that many sunken temples can be found here. We should bring an extra set of dry clothes. Nun, wir waren schon in dem einen oder anderen Sumpf. Wir waren auch schon in Grasslands, das ist sozusagen die Easy-Variante. Und wir waren noch nie in Bergen. Deswegen tendiere ich schon dazu, die Berge zu wählen, auf die Gefahr hin, dass wir dort elendig sterben, weil wir überhaupt nicht spezialisiert sind auf Berge. Aber das macht nichts. Wir wollen ja Dinge herausfinden und Neues entdecken. Und das hier ist ja eine Expedition, eine Curious Expedition. Und deswegen würde ich sagen, wir choosen mal die Yolompani Mountains. Kann man die denn choosen? Wie geht denn das? Ach so, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wenn man das angeklickt hat, dann passiert nichts weiter, außer dass das Icon dann hüpft. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal hier die Yolompani Mountains. Jawohl, wir haben es ausgewählt und Start Expedition. Early that morning, I boarded the ship. The captain was not here yet, so there was some time left. A cook offered to join our expedition. Das ist immer eine gute Idee. Ein Koch kann schwer tragen und lecker kochen. We had five persons in our track. We would need to dismiss someone if we wanted to recruit a new member. Das ist natürlich ein Ding. Aber wisst ihr was? Ich tausche den Koch gegen den Mönch ein. We decided to free up space in our track. Dismiss Cornelius Maddern. The spiritual and moral backbone. Von wegen. Kommt ein Löwe, rennt er weg. Toll. Von wegen Gott glauben. Gut, ich würde sagen, wir dismissen mal Cornelius Maddern. Wunderbar. Und wir rekrutieren den Koch. Sehr schön. Dann haben wir einen Koch. Das ist ein Traum. Dann gibt es wieder lecker zu essen. Und we could use another helping hand and welcome the cook in our track. Jawohl, das haben wir schon. Before our departure, someone approached me. He offered a map of the area we were headed to. Und zwar eine Schatzkarte. Das wollen wir doch mal annehmen. Das hat sich eigentlich die letzten Male wunderbar ausgezahlt. Wir haben sowieso genügend Fame und nur noch zwei Folgen. Das heißt, ja, da können wir ruhig ordentlich ausgeben, auch gleich beim Einkaufen der Gegenstände. Ein Deal, würde ich sagen. Und the rest of the morning went by without anything worth noting. At last, the ship was set to was set to the ship was to set sails. Alles klar. Und wir purchasen natürlich Equipment. Wow, was haben wir denn da für tolle Dinge am Start? Einmal ein Climbing Gear. Und da wir ja in die Berge gehen, ist, glaube ich, ein Climbing Gear eine wirklich gar nicht so schlechte Idee. Was nehmen wir mit? Was haben wir noch? Macheten und Binoculars. A wonder of optical science. These magnificent binoculars will slightly increase your viewing distance. Okay, interessant. Dann natürlich wieder First Aid Kit. Einen Weather Balloon. A balloon to collect interesting scientific data. Auch interessant. Und Fireworks. Very impressive fireworks can be used to draw attention away from you during your next leg to move, undetected through dangerous zones.
Jo, interessant. Wir haben nicht allzu viel Space bereit. Einen machen wir frei, wenn wir die Karte gleich benutzen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier das Climbing Gear brauchen und noch etwas anderes. Vielleicht wieder First Aid Kits, denn wir haben kein Whisky und wir müssen auf jeden Fall irgendwas mitnehmen, auch um damit handeln zu können. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall First Aid Kits mit. Dann haben wir alle Slots voll, gleich einen frei gemacht und wir haben nur eine Flasche Whisky. Das heißt, alles ist wunderbar und ich würde sagen, Deal. Blim. So, und los geht's. Wo sind wir? Jawohl, hier sind wir. 5 Leute sind wir. Und ich hoffe, Verzeihung, dass wir jetzt auch wieder einen eingeborenen Dorf finden und wir ein Tier rekrutieren können. Wir hatten schon die ganzen vorherigen Folgen nicht ein einziges Tier, doch eins hatten wir, das mussten wir aber leider essen. Von dem her würde ich mich jetzt wirklich freuen, wenn wir jetzt etwas bekommen würden. Vorher aber wollen wir natürlich wissen, wo der Schatz versteckt ist. The map clearly marked a location and we were able to pinpoint it in our region. We wondered if we would find something interesting there. X marks the spot. Das ist da unten. Finde ich gar nicht so schlecht. So sieht unsere Karte aus. Wow, die ist ja riesig. Hoffentlich gibt es hier viele Dörfer zum Ausruhen, sonst schaffen wir das niemals. Und natürlich untersuchen wir den Schatz, weil wir haben ja wieder einen Slot frei. Wir haben einen wunderschönen Char Small Deadly Flyer gefunden. Wunderbar. Und wir gucken uns mal um. We looked around the area to see if we could find something interesting. Unfortunately, even after some hours of searching, we came up empty-handed. Das hat sich nicht gelohnt. Da haben wir sogar Sanity für verloren. Und ich würde sagen, wir laufen trotzdem mal hier hin, weil ich hoffe, dass dort ein eingeborenes Dorf ist. Nein, aber Trader. Vielleicht haben die ein bisschen Whisky für uns. A trading caravan had set up camp here. The mysteriously dressed trader had a lot of useful goods on offer. All of them had undoubtedly been used before. Probably during other unsuccessful editions. Schauen wir mal. Oha, Dinge, die ich auch noch nie gesehen habe, sind hier. Das ist schon mal sehr schön. Wir hätten ein bisschen Climbing Gear. Wunderbar. Dann hätten wir Red Mushrooms. This peculiar mushroom has a rather bad smell. Nun gut. Despite the gross taste, it has a very potent healing abilities and is in general beneficial to health. Schön, das ist cool. Das ist echt sehr cool. Dann Dynamit. Eigentlich auch sehr geil. Wir sind ja eigentlich in einer bergreichen Gegend und hätten eigentlich Dynamit mitbringen sollen, aber es wurde uns vorher nicht angeboten. Das heißt, hier hätten wir die Chance, es mitzunehmen. Außerdem einen blauen Pilz. A strange looking mushroom. It is said to temporarily increase the viewing distance when consumed. Aha, es erweitert das Bewusstsein. Dann Schokolade und ein Netz. Wunderbar, mit dem können wir natürlich Schmetterlinge fangen. So, dann würde ich sagen, entscheiden wir uns in der Tat für Dynamit. Und das ist sehr viel Dynamit. Vielleicht können wir ein bisschen First Aid Kit dagegen eintauschen. Wir brauchen ja auch nicht unbedingt 10. 25 wären vielleicht gar nicht schlecht. Dann legen wir noch eine Patrone oben drauf. Nein, das reicht nicht. Vielleicht noch eins. Okay, aber vielleicht können wir dann noch etwas mitnehmen. Noch mal ein Climbing Gear. Noch eine Patrone. Nö. Wir machen auf jeden Fall einen Bad Deal. Vielleicht machen wir das dann eher so. Schade, okay. Nein, wir müssen unbedingt. Ja, wir müssen das so machen, ob wir wollen oder nicht. Weil die anderen Dinge brauchen wir. Wir haben nur noch eine einzige Fackel. Ja, das müssen wir so machen. So, und damit würde ich sagen, Deal. As we left the trader, he packed up his caravan and moved on. He seemed to expect to see us again as customers or the next failed expedition to free of the worldly possessions. Truly no. Okay, wir continuen. Ja, wunderbar. Unser Kompass sagt,
Geh überall hin, ist völlig egal. Das wollen wir tun. Wir gehen zum nächsten Fragezeichen und erhoffen uns, großartige Dinge zu finden. Nämlich ein Village. Wunderbar, das ist das, was ich finden wollte. Ein Träumchen. Und ich würde sagen, da gehen wir natürlich gleich mal rein. We entered a native village of a scout tribe. The natives observed us with curiosity. They were polite and offered to help our cause. Wunderbar. Das sind echt viele Leute hier am Start, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir rekrutieren jemanden und hoffen, dass wir einen Wasserbüffel bekommen oder einen Esel oder etwas in der Art. We asked around to see if anyone was willing to seek fame and glory. No one wanted to join our trek. However, one of the elder villagers offered us one of their tallest buffaloes we had ever seen. Yeah! Sehr gut. Das freut mich. So, genau sowas haben wir gebraucht. Einen Wasserbüffel. Und ich würde sagen, wir rekrutieren den Wasserbüffel. Bin mal gespannt, wie der heißt. Mrs. Hawk. Guten Abend, Mrs. Hawk. A water buffalo, level 1, can carry 4 additional crates. Wunderbar. Und ich würde sagen, wir bleiben auch über Nacht, denn unsere Sanity, die ist schon relativ niedrig. As darkness fell, the natives lit a campfire and invited us to sit with them. The villagers were very hospitable, and we spent an enjoyable evening with them. Study culture. Stimmt, wir haben ja einen neuen Skill, nämlich, dass wir die Kultur studieren können. Und das würden wir jetzt mal einfach tun, würde ich sagen. Das haben wir nämlich vorher noch nie getan und hoffen, dass wir dadurch... you have too many track members, steht hier. Hoffentlich kriegen wir unseren Wasserbüffel. I would not miss the unique chance to do an anthropological study. Long into the night, I documented the customs and history of this highly interesting people. Und wir haben etwas bekommen, nämlich Anthropological Studies. Documents of great scientific value that describe the rites and culture of previously unknown indigenous cultures. Sehr cool. Gibt 5 Fame after reaching expedition goal or when delivered to a mission. Schön. 5. Ist es nicht die Welt? aber okay. Ist okay. Kann man mal machen. Würde ich sagen, gehen wir trotzdem jetzt mal schlafen. Haben 4 Standing verloren. Das ist relativ viel. Haben wir aber nur einen Tag geschlafen. Das ist gut. Und sind rappelvoll wieder. Wunderbar. Vermutlich, weil wir unser Zelt dabei haben. Deswegen sind wir von 75 komplett wieder aufgeladen worden. Das ist natürlich sehr cool. We got a good night's rest. The next morning we were woken by a group of native children, seemingly making fun about us oversleeping. We could not shake off the feeling that we had stressed the hospitality of the villagers too much. Jo, würde ich auch sagen. Und deswegen lieben wir das Dorf. We told the men to pack up and departed as new adventures could be waiting around the next corner. The villagers stared at us as we departed. The following days we felt that we were not alone in the wilderness. Und wir continuen. Und hier sagt's, you have too many track members. Okay, ich weiß nicht, warum das so ist. Es scheint so zu sein. Ich hoffe, dass es nicht bedeutet, dass wir viel mehr Sanity brauchen, wie wenn wir nicht so viele hätten. Wir haben auf jeden Fall Mrs. Hawk, die uns herzlich willkommen ist. Und ja, viele andere Leute. Und natürlich könnten wir jemanden promoten, fällt mir gerade auf. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Und auf jeden Fall werden wir unseren Koch promoten. Oder? Oder wir promoten den unseren Händler. Oder wir promoten den Übersetzer. Oder wir promoten den Captain Abraham Robert, unseren Soldaten. Und ich würde sagen, wir promoten den Soldaten auf jeden Fall. Dann kann er nämlich richtig fest zuschlagen, jawohl. Dann haben wir nämlich noch 3 frei. Das ist nämlich echt großartig. Ich will unbedingt den Koch promoten, aus reiner Sympathie. Deswegen haben wir nämlich Culinary Fitness 3, Finesse 3. Und wir haben nochmal 2. Ich glaube, einem werden wir, weil wir hier so ein bisschen überladen sind an Leuten, Adieu sagen müssen. Und ich befürchte, das wird dann der, das Übersetzer werden oder wird das der Händler werden? Gute Frage. Der eine ist alkoholabhängig, der andere ist klaustrophobisch. Tja,
Was sollen wir da nur machen? Ich weiß es nicht. Das ist eine schwierige Entscheidung. Level 2. Indigenous Diplomacy 2. Ich würde sagen, dem geben wir noch ein Level ab. Und unserem Soldaten nehmen wir auch ein Level ab. Oder, nee, viele wilde Tiere gab es hier nicht. Dann würde ich mal sagen, dem Koch geben wir noch ein Level ab. Ach, wir hätten auch dem Tier ein Level abgeben können. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Koch, der super toll Fleisch braten kann. Wir haben aber gar kein Fleisch. Gut, wir können einen dismissen. Ja, das muss ich doch machen. Deswegen war das gar nicht so schlecht. Diese Person werden wir dismissen. Schön, dass du bei uns warst. We discussed whether it was better to part with Shamsha. Ja, wir müssen dir leider adieu sagen. I would be better off without him. Das ist leider wahr. Warum, weiß ich nicht so ganz genau. Aber ich glaube, es ist besser, weil die rote Schrift hier unten ist weg. So, dann würde ich sagen, geht's weiter und wir approach mal diesen Brunnen hier. Explorieren wir mal. Wunderschöne Grafik. This waterfall was of enormous scale. It was an awe-inspiring sight. The water cooled down the air, creating a fresh breeze. Ja, jetzt könnten wir da natürlich über Nacht bleiben. Da verlieren wir aber Tage. Und so müde sind wir noch nicht. Ich würde sagen, wir liegen und machen uns auf in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt in die Höhle will. Aber eigentlich ist es ganz clever, weil wir dann auf einen Schlag woanders sind. Von dem her, ich glaube, das werden wir tun. Wunderbar. Und wir explorieren den Cave. We approached a cave. The entrance led deep into the darkness. We needed a torch to uncover its secrets. Haben wir Gott sei Dank noch eine. Müssen wir, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, das wieder mal traden. Und wir explorieren den Cave. Was haben wir denn hier? Something about this place wakes me uneasy. Makes me uneasy. We lit a torch and descended into the darkness. We were shocked when we arrived at a small cavern filled with the remainings of what seemed to be a failed expedition. All the bones we found had been cracked open, as it seemed, sucked empty. Auch diese Knochen wurden von irgendjemandem ausgesaugt und ausgelutscht, aber wir investigaten natürlich trotzdem die Remains und bekommen wunderbare Dinge, nämlich 6 Ammo und eine Kostenflare. This device was invented by Martha J. Kosten, originally intended to be used for signaling at sea. It can also be helpful to reveal nearby areas. Be careful with flammable material. Wunderbar, 3 Stück davon. Da können wir uns umgebende Gegenden frei aufdecken. Und natürlich nehmen wir alles. Großartig, dass wir das gemacht haben. Das ist ganz wunderbar. Und ich würde sagen, wir machen uns weiter auf den Weg. Und zwar Richtung dieses Fragezeichens. Pling. Und wir haben wieder ein Dörfchen gefunden. Wunderbar. Ich würde aber sagen, ja, wir gehen erstmal ins Dorf. Das ist kein Problem. Today we reached a village of a scout tribe. As soon as they spotted the villagers, approached us. We seem to have garnered a bad reputation as of late. Das ist natürlich schlecht. You should lighten up a bit. Ja, also gute Stimmung war natürlich ganz toll im Dorf, aber naja, irgendwas hat hier unsere Stimmung vermiest. Ich würde trotzdem gerne versuchen zu handeln. Und wir würden da Mangos bekommen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, dann freuen die sich auch. Und dann geben wir denen etwas. Und zwar, was geben wir denen denn? Ein Medkit wäre vielleicht ganz nett. Ein bisschen Munition. Eine Kastenflare. Vielleicht geben wir ihnen ein bisschen mehr, dass die merken, dass wir die eigentlich ganz lieb haben. Ja, also wir probieren das jetzt mal aus. We came to an agreement with the villagers. Wunderbar. Und ich würde gerne noch über Nacht bleiben, wenn es recht ist. Aber wir haben eine schlechte Reputation, deswegen müssen wir denen noch was geben. Dafür geben wir denen jetzt, das macht natürlich keinen Sinn, noch eine Kostenflare. Nochmal Dynamit. Das war nicht schlecht. Dann noch, jawohl, so machen wir das.
We told the man to unpack and prepare our things for the night. We spent an enjoyable evening with the natives. Later that night, Captain Abraham Robert approached me with a request. He had fallen in love with one of the natives and desired to leave our trek and stay in the village. Die Liebe. Aber da halte ich es wie bei Raumschiff Enterprise, man soll sich nicht mit anderen Spezies kreuzen, weil wir auch das Nicht-Einmischungsgebot haben. Deswegen kann ich es verstehen, aber wir brauchen dich. Captain Abraham Robert, du kannst jederzeit wieder zurückkommen, aber ich muss dir leider das versagen. Even though I felt sad about it, we could not lose anyone. I had to insist on him staying with us. Captain Abraham Robert was obviously very disappointed at the decision, but I was sure he would soon forget about the occurrence with all the adventures that were awaiting us. Das hoffe ich auch. Und wir studieren nochmal die Kultur, das ist ganz klar. Haben wieder ein zweites Buch bekommen. Das ist toll. My time was well spent with an anthropological analysis. I listened to the stories of the elders and was able to document many of the customs and history of this unique people. Sehr cool, das gefällt mir wirklich sehr gut. Noch geiler fände ich es jetzt, wenn man die Wahl hätte, tatsächlich eine echte Geschichte zu lesen. Ja, also von Eibel Eibesfeld oder wem es auch immer da an Ethnologen und so weiter gibt, die sich tatsächlich mal so in das und das Volk gemischt hat und haben und ja, die wirklich eine echte Geschichte erlebt haben. So eine jetzt hier einzubauen, wäre natürlich phänomenal, muss ich sagen. Vielleicht in einer späteren Version, wer weiß. Kleine Anregung an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir machen mal ein Schläfchen. So, wir haben Standing 2 verloren, haben aber komplett uns aufgeladen. Und wir müssen mal gucken, wie wir das mit dem Standing besser hinkriegen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, das wieder gut zu machen, oder nicht? Na gut. Wir müssen auf jeden Fall leaven, denn die werden so langsam böse. We got ready and departed, as new adventures could be waiting around the next corner. The villagers stared at us as we departed. The following days we had the uncomfortable feeling of being watched. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich würde sagen, wir gehen weiter mit unserer schönen Expedition. Wir haben noch viel zu erkunden und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, wir machen uns weiter auf die Socken zu diesem Fragezeichen und haben einen Schrein gefunden. Ein Traum. Verzeihung, ich weiß nur nicht, ob ich da rein will, weil unsere Reputation ist schon ziemlich am Arsch. Wobei dann ist es auch wieder völlig egal. Wir haben nämlich einige an Mangos dabei, wir haben noch Whisky dabei. Wir haben einen Büffel, den wir essen können. Von dem her alles gut. Ich würde sagen, rein in den Schrein. Und her mit den Moneten, würde ich sagen. We approached what appeared to be a holy shrine. The natives of the region had placed several sacrificial offerings on the outside. We found a stone portal, which led inside. Enter the shrine. Alles klar, wir investigaten den Altar, wie immer. Wow, was sind das denn für Dinge? Einen Moonstone und einen Water Drain Fetish. This magic fetish will drain water from lakes and rivers in order to make them traversable. Wie cool ist das denn? Kostet 60 und können wir benutzen. Und der Moonstone, ja, der wird uns wahrscheinlich einfach Fame bringen. Wir müssen uns entscheiden, was von den beiden Dingen wir mitnehmen. Und ich würde sagen, wir nehmen den Fisch mit, denn den habe ich noch nie gesehen zuvor. Close. We took the artifact from the altar. The moment we obtained the treasure, the earth began rumble. We hurried outside as the shrine collapsed and huge mountains erupted from the ground. Okay, Vulkanausbruch oder was? Whoa, okay. A group of native warriors appeared seemingly out of nowhere. Their leader was furious about our actions and demanded that we pay tribute in compensation. Okay, ja, wir haben natürlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und auf jeden Fall payen wir Tribute. Die haben das. Die wollen das von uns. Und jetzt sind wir den Fisch wieder los. Ja, super. Das hat sich richtig gelohnt. Nun gut, vielleicht können wir den Dynamit geben? Nö. Wir geben den einfach den Fisch wieder. So, bitteschön. We were able to come to an agreement with the warriors. They disappeared as they had appeared quickly. Okay, und
Ja, wir sind eingesperrt von Bergen, die hier überall plötzlich aufgetaucht sind. Wir haben einen Tiger, der der direkt neben uns pennt. Wir haben überhaupt kein Ansehen mehr. Wir sind richtig am Arsch. So. Und jetzt würde ich sagen, benutzen wir zum ersten Mal in unserem Leben Dynamit. Was sagt denn unser Kompass? Unser Kompass sagt, vielleicht nicht nach links oben, eher so Richtung unten, würde ich mal vermuten. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, latschen wir erstmal hier hin. Das war eine gute Idee. Und dann bomben wir uns mal hier durch. Zack. Wunderbar. Das erste Mal Dynamit benutzt. Funktioniert ganz wunderbar. Und wir laufen mal so weit wie es geht hier in diese Richtung, auch wenn dort vermutlich ein gefährliches Tier ist. Denn unsere Sanity wird knapp. Sieht noch nicht so aus, aber das wird noch, weil wir müssen nämlich hier noch einiges erforschen. Und unser Kompass, der macht mit uns, was er will. Jetzt sagt er, wir sollen nach oben gehen. Gerade eben war es nur nach unten. Schön. Na gut, auf jeden Fall werden wir mal hier hinlaufen. Nach oben können wir sowieso nicht. Mal schauen. Eine Hyäne und oh nein, wir müssen kämpfen. We were attacked by a group of hyenas. Eine Gruppe gleich. Und natürlich fighten wir die. We fought a fierce battle. Captain Abraham Robert fought fiercely and finished off most of the creatures. However, Claudette Cousteau was unlucky enough to have been injured from the la by the largest animal. Das ist natürlich tragisch. Trotzdem haben wir was bekommen. Könnten wir mitnehmen? Eigentlich sehr cool. Aber wir haben keinen Platz. Sehr, sehr schade. Denn das Raw Animal Meat. Ach, was haben wir denn hier? Die Mangos sind nur noch zwei. Waren das nicht mal sechs? Wir tauschen das einfach ein gegen das Fleisch. Weil ich glaube, das ist besser. Wir haben einen Koch dabei. Und der Koch kann damit gute Sachen machen. Und deswegen machen wir das so, würde ich sagen. Ja. Close. Wunderbar. Und, der Koch ist verletzt, deswegen nehmen wir mal hier das First Aid Kit. We set a camp to treat the injured. Und natürlich werden wir Claudette Clouseau, das ist übrigens eine Frau, meine Köchin, fällt mir mal gerade auf, Claudette Clouseau heilen, ganz klar. We used the First Aid Kit to treat the injuries of Claudette Clouseau. She had some color returned to her cheeks afterwards. Wunderbar, wir lieben und sie fühlt sich besser, das ist gut. Und wir können weiter. Und ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Höhle. Das Problem ist, wir haben keine Fackel mehr. Das bedeutet, wir können eigentlich keine Fackel benutzen, keine Höhle benutzen. Und werden einfach an ihr vorbeilaufen. Aber das scheint doch ein ganz guter Weg zu sein. So, hier haben wir nochmal etwas zum Pennen, glaube ich. Da ist ein Tier, da müssen wir aufpassen. Das heißt, wir werden mal hier lang laufen. Das ist auch was Neues. Ein Gorilla, den haben wir noch nie gesehen zuvor. Sehr spannend. Und ja, der Kompass sagt uns, wir sind so ungefähr auf dem richtigen Weg. Wir müssen irgendwie da rüber und dann da hoch. Das werden wir mal ausprobieren und uns mal in diese Richtung bewegen. So, wunderbar. Wir müssen uns entscheiden, wo wir lang wollen. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal in diese Richtung. Denn da befindet sich wieder ein gefährliches Tier und wir haben kein First Aid Kit mehr. Was haben wir da? Steine, eine Rock Formation. Da wollen wir lieber nicht hin. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Da sind wieder Hyänen. Wunderbar. Da haben wir ein Fragezeichen. Ich würde sagen, da gehen wir als nächstes hin. Und wir haben einen wunderschönen Schmetterling erfunden, gefunden. Und zwar Robert's Radiant Butterfly. Wunderbar, dann würde ich sagen, ab zum Fragezeichen und hoffentlich ist es kein Dorf, weil damit können wir nichts anfangen. Es ist eine Hütte. Schön, ja, eine Hütte waren wir auch noch nie, selbst nach so vielen Folgen. Und deswegen würde ich sagen, entern wir mal die Hütte. We entered a mysterious looking hut. Sieht ein bisschen aus wie Barbies Haus, so mit dem Pink und so. The place smelled of old wet wood with all kinds of dried herbs and other peculiar things hanging from the damp walls.
A native shaman approached us with an absent stare as he chewed on some leaves. Wir wissen natürlich, welche Leaves das sind. So, und wir fragen mal, ob er uns heilen kann. Und er hat natürlich Pilze und eine Karte, ist klar. Eine Treasure Map. Coole Sache. Pilze. Das sind die, mit denen man weit sehen kann. Und das sind die, die überhaupt einfach mal ganz gut sind für die Gesundheit. Wir können das ja mal probieren und bieten dem... Das ist ja unfassbar wenig wert. Schade. Das ist so wenig wert. Nee, wir können uns das nicht leisten, Leute. Climbing Gear. Nee, das ist zu teuer. Das ist wirklich viel zu teuer. Und der will jetzt schon 20 einfach so haben. Das tut mir leid, das können wir uns gar nicht leisten. Wir müssen noch ein bisschen was gebacken kriegen. Und wäre schön gewesen, aber dafür haben wir nicht genügend Sachen dabei, muss ich leider sagen. Vielleicht können wir ja was handeln. Ach, schau mal einer an. Ach so, das wäre dann praktisch 2-in-1 gewesen. Heilung und Ding, weil hier steht, you want nichts. Das heißt, vielleicht können wir uns tatsächlich irgendwas leisten. Hier hatten wir eine Treasure Map und hier General Beneficial to Health. Okay, das ist natürlich Quatsch. 1,20. Aber warum ist das Fleisch so wenig wert? Das könnten wir mal machen. Auch wenn ich nicht so wirklich weiß, wozu der Pilz überhaupt gut ist. Aber wir probieren das einfach mal aus. It took some effort, but after all, we came to an agreement with the shaman. Und wir lieben. Und ich würde sagen, wir probieren mal diesen Pilz aus. Vielleicht können wir ja den Alkoholismus von den beiden hier heilen. We set camp to consume the mushrooms. Das ist eine gute Idee. Es ist nicht viel passiert, oder? We set up to consume the mushrooms. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat das uns jetzt gerade gar nichts gebracht. Wir müssen aber dringend, wenn ich mal auf unsere Sanity gucke, schlafen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal hier zu dem dem Brunnen. Huch, was war das? Achso, okay, ist alles gut. Wir explorieren das mal und der Wasserfall sieht sehr schön aus und ist groß. Und Cook Meat, this is a true testament of the greatness of creation. Auf jeden Fall. Cook Meat bedeutet was? Das probieren wir aus. Claudette Clouseau managed to delight us with her cooking. It helped restore our morale. Ja, wunderbar. Stimmt, wir haben 20 Sanity und wir sagen nochmal Cook Meat. Ist ja wirklich großartig. 35 diesmal, also nur 15. Und ich glaube, wir dürfen das nicht zu übertreiben, weil das wird immer weniger. Dann hoffen wir lieber, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, irgendwo Fleisch zu braten und machen jetzt ein schönes Nickerchen. We settle down, allowing everyone to rest. This night, Claudette Cousteau began to quietly whisper from time to time, as if she was talking to someone that was clearly not here. Oh oh, hoffentlich verlässt uns die Sanity unsere Küche nicht. Wir schlafen und... The next morning we woke up to the gentle noise of the falling water. Ja, okay. Wir lieben. Und was ist los mit unserer Köchin? Sie ist paranoid. Das macht mich ein bisschen traurig. Vielleicht können wir ihr mit diesem Pilz helfen. Sieht nicht so aus. Brauchen wir vermutlich eine andere Krankheit, damit der Pilz hilft. Und was sagt denn unser Kompass? Unser Kompass sagt, nach oben gehen, würde ich mal sagen. Das ist schön und das werden wir dann auch tun. Und mal gucken, was uns dort oben alles erwartet. Okay, bis jetzt noch nicht viel. Unser Kompass lädt uns dazu ein, eher nach rechts zu gehen und nach unten. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, lass uns mal hier hinlaufen. In der Hoffnung, dass da kein Tier ist, das uns irgendwie... Vermutlich aber schon. Okay, ich vermute mal, hier irgendwo ist unsere goldene Pyramide. Sie kann nicht mehr allzu weit sein. Ich versuche mich uns mal hier so dran vorbei zu...
Lotsen, was auch immer hier ist. Ich kann es nicht genau erkennen. Ja, jetzt ist unsere Sanity fast verbraucht. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal ein bisschen Fleisch rein. Okay, wir müssen das kochen vorher. Das ist natürlich doof. Das heißt, wir haben nur Whisky. Und das sind zwar gleich 20 auf einmal, aber wenn wir nicht irgendwo in der Lage sind, das zu kochen, werden wir sterben. So, aber Gott sei Dank haben wir den Dschungel verlassen. Und ich würde sagen, wir machen mal eine Kostenflare. Dann können wir nämlich was aufdecken. Und ich würde sagen, wir decken das hier auf. Da kommen wir gerade noch bis hier hin. Unser Kompass sagt nach oben gehen. Das halte ich auch für eine gute Idee. Und wir hoffen, dass wir dort irgendwas aufdecken, was uns weiterbringt. Nein. So. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Nämlich, wir haben keine Sanity mehr und wir haben nichts gefunden, wo wir unsere Sanity auffrischen können. Das bedeutet, jemand wird jetzt sterben und ich hoffe, dass es nicht die Köchin ist, denn das wird jetzt richtig hart. Someone was missing this morning. After checking the group, I saw Captain Abraham Robert crouching over the remains of a corpse, his hands and face covered in blood. He was gnawing on a half-eaten human leg. I almost fainted as I understood that Anupam Sorabi had been killed and eaten. Ja, das ist hart. Die Expedition hat so gut angefangen. Und es sieht aus, als würde sie hier jetzt ihr jähes Ende nehmen. Ich würde aber ehrlich gesagt viel lieber den Büffel essen als meinen Kollegen, muss ich mal sagen. Von dem her, wir haben, glaube ich, keine andere Wahl, außer weiterzumachen. Denn wir können das Fleisch nur essen, wenn wir es kochen können. Und das hier können wir nur verwenden, wenn wir irgendein Problem haben. Und deswegen würde ich sagen, es geht weiter. Wir kommen aber nicht weiter. That night, Claudette Cousteau slowly stood up from her place at the fire. Without a word, she ran into the night and was never to be seen again. The ongoing emotional stress had crushed her faith in our expedition. Und genau das habe ich befürchtet. Jetzt können wir noch nicht mal mehr unser Fleisch kochen. Das ist echt hart. Und der nächste ist dran. This morning we suffered a great loss. Captain Abraham Robert did not breathe anymore. He must have died this night. We could not find a sensible explanation to this occurrence. Maybe he had been stung by a poisonous animal, but we could not find any indication. Und unser Kompass hilft uns auch nicht wirklich weiter. Wir können jetzt hier lang laufen. Aber I felt like the loneliest person under the night. Suddenly, a hand touched me on the shoulder. I turned around and saw the smirking face of Claudette Cousteau. Yippie! Welcome, Claudette Cousteau. Und was hat sie denn dabei? Whisky! Was ist das denn? Was ist denn hier los? Warum ist das so cool? I welcomed Claudette Cousteau into the trek. Glad to have a human companion with me again. Maybe this venture would succeed after all. She did not have much, but she shared her remaining goods with me. 5 Flaschen Whisky ist ein Traum. Claudette, ich liebe dich. Quatsch, aber auf jeden Fall haben wir zumindest nochmal einen Platz hier frei. Das ist schon mal gut. Und den müssen wir natürlich gleich mal konsumieren. Jawohl, Hick, das ist die richtige Bezeichnung. Und lasst uns ganz fest die Daumen drücken, dass jetzt bald unsere goldene Pyramide kommt. Wir haben ein Dorf gefunden, aber ich glaube, die machen alles Mögliche mit uns. Haben wir eine Wahl? Wir gehen ins Dorf. Our bad reputation had caught up to us. As we approached the village, armed tribesmen charged toward us, weapons at the ready. It was either fight or flight. Okay, die wollen uns überhaupt nicht haben. Wir hauen ab, aber ganz schnell.
The villagers stared at us as we departed. Und auf jeden Fall fühlen wir uns beobachtet, das ist ganz klar. Und wir machen weiter, wir müssen weiter. Wir haben keine andere Wahl. Und wo ist die verdammte Pyramide? Hoffentlich nicht hier. Dann müssen wir nämlich hier bei der Hyäne vorbei. Und es sieht danach aus. Wir könnten natürlich tricksen und könnten hier mit Dynamit. Okay. Kann man nur in der näheren Umgebung machen, so wie es aussieht. Dann nicht. Ja, wir werden jetzt hier bei der Hyäne vorbei. Haben wir ein Glück? Nee, haben wir doch nicht. Okay, wir müssen gegen sie kämpfen. We were attacked by a group of hyenas und wir rennen weg. Auf jeden Fall. We managed to run away. The group was scared and exhausted afterwards. We realized afterwards that in our hectic retreat we lost some of our inventory on the way. Und Gott sei Dank war es nicht der Whisky. Es war hier. Was war da? Unsere Steigbügel, die wir nie benutzt haben. Nicht so schlimm. Alles gut, wir haben es gerade noch geschafft. Und wir müssen dringend wieder Whisky zu uns nehmen. Wir laufen hier hin und wir hoffen einfach mal ganz fest, dass wir jetzt irgendwo und unser Kompass ist so toll, der zeigt uns jetzt nach oben. Also der ist doch, der will uns doch mit Absicht. Also ich bin ein bisschen sauer auf unseren Kompass. Der ist wirklich, der funktioniert wirklich kacke. So, jetzt gehen wir da wieder hoch, obwohl er eigentlich gerade eben eher nach unten gezeigt hat. Super. Dann trinken wir wieder Whisky. Hoch geht's. So, und da ist sie. Und oh mein Gott, wir haben es geschafft, aber wie knapp. Aber so richtig knapp. Unfassbar. Das war anstrengend. Und unsere arme Köchin, schaut euch das mal an. Die ist nicht nur paranoid und superstitious, sie ist auch noch Alkoholikerin geworden. Ob das unsere Expedition wert war, dass wir so viel Leid haben hinnehmen müssen, ich weiß es nicht. Nun gut, wir haben unsere goldene Pyramide erreicht. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Majestic Golden Pyramid, die ist gar nicht mehr so toll und golden glänzt. Was ist das denn? Alexandra David Neal wurde unlocked. Aber wir können... I found a mysterious gate with a carving on it that seemed to be able to receive an artifact. Wir haben den Schlüssel nicht eingepackt. Wir hätten diesen Stein einpacken müssen. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass wir diesen Stein brauchen? Das ist unser Tod. Das ist unser Tod. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, hier im Shrine ist der versteckt. Hier sind so viele Berge, wir haben so wenig zu essen und zu trinken. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Tja. Was ist denn das hier? Claudette Cousteau had reached her tipping point. While loudly cursing our names, she sprinted into the night and never returned. The last weeks had been too much for her. Das kann ich absolut verstehen und auch ein bisschen für uns. Und wir explorieren den Pit. We came upon a large, seemingly bottomless pit. Something in the pit was emanating a strong magnetic force capable of rendering our compass useless. We would be able to close the pit and remove the magnetic interference. Das könnten wir tun, aber wozu? Brauchen wir nicht, denn wir sind sowieso erledigt und ohne diesen Stein werden wir es sowieso nicht schaffen. Tja, wir können einfach nur rumlaufen und ich befürchte, wir werden jetzt gleich sterben. I longed for some human interaction. Suddenly, a hand touched me on the shoulder. Schon wieder die Rettung. I quickly drew my weapon and saw the smirking face of Claudette Cousteau. Welcome back, Claudette Cousteau. Und du hast schon wieder 5 Flaschen Whisky gefunden. Die nehmen wir. Und mit denen kommen wir natürlich wunderbar weiter. Bis
Wo müssen wir denn da langlaufen? Kommen wir da überhaupt irgendwie durch? Bis hierhin? Dann sprengen wir uns hier durch, gehen da hoch. Gut, ja, das, wir kommen sogar hier hin. Okay, interessant. Das Spiel will uns nicht verlieren lassen. Die Leute hauen immer wieder ab und dann kommen sie wieder rein. Und hier machen wir haben jetzt eine wirklich sehr lange Expedition am Start. Hoffentlich werden wir nicht von einem Tier gefressen. Und da! Wir rennen weg von den Hyänen. Wir probieren es einfach ganz schnell. Okay, wir haben es geschafft. Außer, dass wir... Oh nein. Wir haben den Büffel verloren, ohne dass wir den... Ich trinke den ganzen Whisky. Ich esse mal den Pilz. Geht nicht. Oh Mann, okay. Wir explorieren den Cave. Und wir können ihn nicht explorieren. Ich will da hochlaufen. Es geht aber nicht. Okay, wir müssen erst irgendwie weglaufen. Dann tun wir das mal. You are overburdened. Geht nicht. Nun gut, dann müssen wir also etwas loswerden. Ich würde sagen, diesen Pilz werden wir los. Den packen wir dahin. Das Fleisch könnten wir ja theoretisch essen, wenn wir zu einem Brunnen kämen. Zu einem Wasserfall. Das wäre natürlich was. Das heißt, den lassen wir mal da. Das könnten wir noch gebrauchen. Den vielleicht auch. Wir müssen die Bücher loswerden. Zack. So. Und wir laufen hier runter. Und wir haben tatsächlich unsere Köchin verloren. Wieder mal. Dann laufen wir mal da hoch. Geht nicht. Wir sind overburdened. Dann tun wir mal... Ja, das ist so ein bisschen langwierig jetzt. Kann sein, dass ich es mal beschleunige. Ich weiß noch nicht. Click to use item of area. Achso, wir springen einfach mal irgendwas in die Luft. Ist ja auch okay. Sind wir nicht mehr overburdened, können wir weiterlaufen. Wir sind wirklich ganz alleine. Das ist arg. Und wir kommen noch bis da hoch, wenn uns natürlich der Tiger nicht auffrisst. Was natürlich passieren wird, das ist klar. Wir versuchen abzuhauen. Wir haben noch alles andere verloren, was wir bis dato hatten. Ich bin wirklich gespannt, wie weit wir das treiben können. Und wieder kommt der Tiger. Und wir rennen wieder weg. Und es passiert nicht viel, außer dass wir noch mehr Sanity verlieren. Und ja gut, wir haben eigentlich keine Chance mehr. Dann ist es auch endlich passiert. I'm sorry, my dear, I'm alone. We went too far into the heart of darkness. I advise you to stay at home with your loved ones. God forgive us, Richard Francis Burton. Und damit haben wir das zum ersten Mal das Spiel verloren. Game over. Your track succumbed to madness. Tip, taking a long time for expeditions results in less fame for your next venture. Nun gut. Ja, das war mal ein Erlebnis. Hat ziemlich lange gedauert, bis wir tatsächlich dann gestorben sind. Das Spiel war gnädig, aber eigentlich war das Ende vorhersehbar. Von dem her, na gut, wir hätten die Pyramide ja noch finden können. Das Spiel war einfach gnädig zu uns, aber wir haben es trotzdem nicht geschafft. Naja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Vielleicht tun wir erstmal nochmal kurz die Karte ein bisschen angucken. 41 Minuten haben wir dafür gebraucht. Echt richtig lange. Und ja, back to main menu. Ja, damit ist unser Spielstand auch schon wieder weg. Deswegen müssen wir von vorne anfangen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin jetzt richtig fertig. Ich schließe jetzt mal diese Aufnahmesession ab. Und hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ansonsten gerne auch den Kanal abonnieren, wenn ihr denkt, es lohnt sich mal bei mir dran zu bleiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.